Und da sind wir auch schon wieder. Also nicht ärgern, nur wundern. Fachvideos sehen nun mal so aus. Ja. Da hat man halt ein Thema und ein Video. Jetzt kommen wir zum letzten Video, nämlich Einbau. Hollandrad, wir bauen es wieder ein. Das Hinterrad. Hollandrad, Hinterrad, Einbau. Wir nehmen das alte Felgenband, das nach wie vor gut ist. Und legen das wieder auf die Felge. Und dabei den, könnt ihr den. Genau, da ist es. Zack, zack, zack. Wo ist die Decke? Jetzt brauchen wir den Reifen. Reifen. Und egal, ob er vorher in Ordnung war, etc. Prüft immer, wenn ihr ihn einmal unten habt beim Hollandrad, geht einmal durch und prüft, ob der in Ordnung ist. Ihr ärgert euch die Platze, wenn ihr das Ding aufpumpt und dann nach dem Tag der Kunde wieder ankommt oder ihr nach dem Tag wieder einen Platten habt, wie auch immer. Also immer schön nochmal kontrollieren. Kontrollieren, ob das Felgenband richtig sitzt. Kontrollieren, ob scharfe Kanten irgendwo sind. Kontrollieren, ob die Seite vom Reifen irgendwo scharfkantig ist, ob da irgendwelche Drähte rausgucken. Und wenn ihr euch unsicher seid, lieber einmal den Reifen tauschen. Ist im Moment gerade schwierig wegen der Corona-Versorgungssituation. Also wir haben ganz wenig Material im Moment auch. Ich habe ja keinen Reifen mehr hier zum Beispiel. Aber das kommt auch alles wieder. Jetzt nehme ich den Schlauch. Also ich habe die Reifen aufgesetzt hier, eine Seite. Erstmal aufgesetzt. Jetzt nehme ich den Schlauch. Ja. Steck den hier rein. Ins Ventilloch. Da steht ein Kunde oben. Muss mal gucken. So, haben wir das auch noch. Wollte ich sagen, geht weiter Einbau. Zack, drin ist er. Jetzt geht's los. Also, Reifeneinbau. Zack, was war alles drauf? Es war drauf. Dieser. Und jener. Genau. Mann, nervt das ab. Ey, wirklich so stressig. Jedes Mal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nee, sag nicht jetzt falsch rum. Oh, ich hab den falsch rum. Wieso hab ich den falsch rum? Mann. Tommy, wieso hast du den falsch rum drauf? Kann ich den wieder abnehmen? Das ist dieser Schritt, in dem man denn eigentlich alles schon hat. Ach, ich hab den nicht zum Anpacken. Runter, runter, auf. Also, wie gesagt, Fehler passieren immer. Jeden. Nervig, aber so ist das Leben. Jetzt rein damit!
Ist ja auch so was von eng. Zack. Fertig. Also, Kettenspanner wieder ran und Kette wieder auf Spannung bringen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, so, hier, Achsmutter, ach Quatsch, zuerst mal Überlaufstrebe. Dann den Gepäckträgerstreber. Und 15er. Dann ganz wichtig. Ja, fest, fest. Jetzt ziehen wir die Pelerine wieder hier rüber über diesen Kettenschutzrahmen. Schön straff. Andere Seite Achsmutter fest.
Okay, haben wir. Anker fest. Ja, natürlich wieder was vergessen. Hier ist der Klassiker, das vergesse ich ja gerne mal. Also erstmal anschauen. Ich brauche mal diesen Schaltzug-Gegenhalter, aber den hätten wir jetzt eh nicht drauf gekriegt, ohne vorher einmal vorzudrücken. Erst die Gummikappe. Dann den Konter. Dann den Schaltzug. Und dann gegen den Schaltzug gegen Konter. Zack, fertig. Das war's. Jetzt noch verschließen. Und Feierabend. Mit dem wunderschönen Draht hier. Das ist also schwerfällig, das Ding. Deswegen ist das schwerfällig beim Treten. Als ob er irgendwo Reibung hat. Naja, das ist dieser Kettenkasten hier irgendwo. Da geht's schon allerdings. Hallo! Ja, bitte? Wir sind nicht aus dem Keller. Darfst du machen? Danke. Oh, komm dich durch, ja. Oh, boah, ja. Sehr gut, sehr gut. Boah, ja. Finito. Oh. Gut, haben wir. Gut. Also, der Holländer ist fertig. Ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Macht es drin, rollt, so viel pumpt, funktioniert. Das war's für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.